Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim mit dem lieben Dago. Ich entmute mich direkt, denn ich will heute Wölfe tamen. So, Aufnahme ist an, Dago. Ich dachte schon, da wäre was drin. Rohes Fleisch, ich will ins Eisbiom. Gott, was hatte ich nachgelesen? Ich glaube, 50 Stück brauchen die. Bitte? Ja, einer braucht 50 Stück. Jetzt guck mal beim rohen Fleisch rein. Hast du dir schon was rausgenommen? Ja, 60 Stück insgesamt. Ich dachte gerade sonst. Achso, warte mal, ich brauche noch Kälteresistenz-Trank, alles klar. Achso, der Dark ist gerade dabei, das zweite Schwein zu zähmen. Ja. Viel Spaß dabei. Ja, wie gesagt, wenn das fertig ist, komme ich hinterher. Und oh, die Rüben sind fertig! Gut, jetzt habt ihr gesehen, wie das geht. Ike, hau ab, ich mach das. Mir ist hier stinklangweilig sonst. Nee, mimi. Dann kann ich aber gleich noch ein paar Rübeneintöpfe herstellen. Ich glaube, zwei Stück gehen damit. Du bist der Einzige, der überhaupt schon welche hat. Ich hab nicht dabei. Der ist im Dings drinne. In der Kiste. Und man kriegt halt auch immer nur einen raus beim Herstellen. Jetzt haben wir drei in der Kiste. Kälte-Dings da. Ich nehme mal alle Viere mit. Wie pflanzt man die eigentlich wieder an? Mit einer Ho und du brauchst die Samen. Also du kannst die Karotten so nicht reinsetzen. Wir müssen Samen farmen gehen. Ach so. Die Karottensamen gibt es im Dunkelwald und die Rübensamen gibt es im Sumpfbiom. Na dann. Auf und davon. Kurze Frage. Ja. Komm nochmal kurz her. Ich bin gerade durchs Portal gegangen, aber warte. Ist das normal? Ich komme. Es fällt mir halt jetzt erst auf, dass das so extrem ist. In echt hätte ich Schiss. Was ist normal? Die Rauchentwicklung an der Decke. Ja, komm mal raus. Da siehst du auch, dass die nach oben steigt. Deswegen habe ich das so gebaut. So haben es die Wikinger damals auch gehabt. Ich weiß, aber trotzdem hätte ich bei der Rauch. Wenn wir jetzt hier oben zubauen, dann sammelt sich der Rauch direkt hier drinnen im Haus und du kriegst eine Rauchvergiftung. Du erleidest dann Schaden. Gibt's wirklich? Okay. Ja, das haben die richtig gut gemacht. Also kann man nur sagen, toi toi toi. Und ich hoffe, da kommt noch sehr viel Zeug mit rein. Also. Da bin ich richtig gehypt drauf. So, ich habe einen Trank genommen. Wölfe. Ich höre einen Drachen, aber kein Wolf. Willst du mich doch verarschen? Nein! Ja? Nix. Alles gut. Wo fliegt der Drache rum? Da hinten. Oh, der kommt genau in meine Richtung, so ein Arsch. Der greift unser Portal an! Ich komm nicht mehr zurück, wenn das kaputt ist. Ha! One-Shot! Nice! Bin ich zum Stubenarrest verurteilt hier. Was soll ich denn sagen? Ich hab's hier mit zwei unterschiedlichen Arten von Mobs zu tun.
Wölfen und Drachen und es gibt keine Wölfe gerade aktuell. Das ist schon alle verschreckt. Weil ich so stark und muskulös bin. Willkommen. Einfach nur, weil sie dich auslachen. Ey, ich klatsch die mit 2 Schlägen. Ja, und sie haben auch schon dich geklatscht. Das ist gerade unfair. 2 Drachen auf einmal. Solange sie das Portal nicht beseitigen. Ist ja nicht gut. Nee. Der eine ist gleich down. Nee, zu ist nicht alles gut oder zu alles gut. Die sind gar nicht da, die sind ein Stück entfernt. Alter Schwein, beeil dich. Und der ist auch gleich down. Komm her, du Arsch, komm. Tschüss. Also wenn man einmal den Bogen raus hat, sind selbst die Drachen hier richtig easy zu klatschen. Das heißt Bogen raus haben, einfach nur mit dem Bogen draufballern. Ja, die machen aber gut Damage, wenn sie dich hitten mit ihrer Eisattacke. LOL! Ich hab ein Drachenei! Was? Ich hab ein Drachenei aufgehoben! Ich bin zu schwer! Hm? Ich will jetzt nicht auch noch Babysitter für den Chestra. Oh, scheiße, ich musste jetzt hier übelst viel Zeug wegwerfen. Warte. Wolf! Genau, komm! Scheiße, ich hab geflasht, aber ich muss es wegwerfen. Du hast nicht ernsthaft das. Nein, ich bin reingefallen! Wolf, du sollst hier runterfallen. Ich mach dir auch gerne die Tür auf, da hab ich auch kein Problem damit. Nein, jetzt hab ich die. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Ich muss ganz schnell zurück. Ich hab ein Drachenei. Und ich hab einen Wolf eingesperrt im Übrigen. Ein Gegenstand verhindert das Teleport. Fick dich. Man muss mit dem zurücklaufen. Dann muss ich hier erstmal schnell eine Kiste aufbauen. Ey, Darko, wenn wir uns Drachen tamen können. Das wäre doch mal richtig Hammer. Vor allem, wenn die ihn beschützen. Und wenn man damit dann reiten kann und laufen muss. Hallo, Wolf. Tschüss, Wolf. Wolfstrophäe. Ey, komm mal kurz mit wegen dem Fleisch. Nee, ich hab kein Fleisch. Nee, aber ich muss es doch rauswerfen. Der ist halt noch hier unten drinne, der Wolf. Ach, halt's Maul, Drache. Hier siehst du ja auch, wo das Holz rumliegt. Sammle mal bitte alles ein, was hier rumliegt. Nebenbei, ich mach den nicht One-Hit. Nee, du musst den hinterrücks angreifen, sodass er nichts mitkriegt. Dann machst du den One-Hit. Hier einmal alles einsammeln. Hier ist das Fleisch mit dabei. Das war hier ein Drachennest. Und bei dem Wolf mal wieder reinschmeißen. Vor allem in unserem Dungeon. Ja. Ich hab den da rein gelockt, nachdem ich ein paar Mal reingeplumpst bin. Ja, der ist noch da unten. Ich werde dann einfach ein bisschen hin und her pendeln. Du kannst ja auch mal gucken, ob du ein Drachenei findest. Da würde ich den Weg zu Fuß zurücksetzen und das Ei erstmal. Hier. Darko. Würde ich das Ei erstmal nach Hause schaffen? Komm mal her. Komm mal hier.
Du bist überladen. Alter. Wie werfe ich das raus? Ich einfach rausziehen. I und einfach rausziehen aus dem... Genau. Der ruft... Fleisch ist drin, oder? Ja. Ja, der ist auch schon dabei. Okay, dann ist das zweite Schwein schon fertig? Nö, ich wechsle gerade immer nur. Ach so, dann bin ich mal kurz zu Fuß unterwegs zurück, um, ja, unser Drachenei nach Hause zu schaffen. Alter, das wird doch mal ein richtig geiler Titel für die Folge. LOL, die Drachen kommen sogar hier ins Grasland und kämpfen gegen Schweine. Apropos Schwein, das ist erst bei 50%. Alter, du willst Wildschwein? Ey, ich helfe dir gegen den Drachen und du greifst mich ernsthaft an? So ein Arschlochvieh. Nö, dann hau ich euch kaputt. Was habt ihr jetzt davon? Da kann ich unterwegs noch ein paar Bären sammeln. Und Pilze, wenn ich welche finde. Alter. Kleiner Tipp. Ja? Med des Frostwiderstandes hilft nicht, wenn man nass ist. Dann kriegt man so viel Damage. Das kann gut sein. Es ist ja nur gegen Kälte, dass es hilft. Ja, ich erfriere nämlich. Feuer. Feuer bauen. Brauchst ein bisschen Holz, Stein, Hammer und eine Werkbank. Dir dann dort einfach ein Feuer hinsetzt, das muss aber überdacht sein. Damit das funktioniert. Ja, oh Gott, wo lagere ich denn das Drachenei? Da muss ich eine extra Kiste dafür anfertigen. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein paar Dracheier holen, Darko. Wäre halt geil, wenn man die reiten kann. Hat man den Weg so gespart. Ich weiß es nicht. Also ich habe im Internet sogar noch nichts davon gelesen, von den Dracheiern. Es kann gut sein, dass die beim letzten Update mit reingekommen sind. Weil zwischen den letzten Aufnahmen liegen ja ein paar Tage und da gab es ja ein oder zwei Updates. Aber reiten, ich glaube mal nicht eher reiten, aber die werden einen bestimmt begleiten und beschützen. Das alleine wäre ja schon mal richtig geil. Also wenn man halt wirklich so Unterstützungstiere hat. Schade, dass man die Wölfe zum Beispiel nicht an der Leine nehmen kann. Das gab es zum Beispiel früher auch schon, dass die halt eine Lederleine hatten. Und ja, die haben halt ihren Besitzern auch geholfen im Kampf. Das müssten sie hier vielleicht auch noch mit reinbauen. Ja, geil, geil. Ich wollte einen Wolf tamen und hab ein Drachenei. Was ist besser, Wolf oder Drache? Ich glaube, darauf an, ob man mit dem Drachen was anfangen kann. Wir müssen erstmal gucken, wie man das ausbrütet. Feuer. Ja, gut. Die Frage ist nur, trotzdem, es ist ja im Eisbiom. Außen im Eisbiom. Ob es eventuell nicht sogar dort ausgebrütet werden muss und ja. Was man dem geben muss, damit es wächst. Viel Spaß beim Googlen. Das werde ich so herausfinden. Also da werde ich definitiv Google mal nicht fragen. Ich habe halt bis jetzt immer nur gegoogelt wegen... einmal wegen Bronzezeug, wie ich daran komme. Und dann wegen Schwein- und Wolf-Themen. Ja, dann bin ich gleich daheim.
Ach, wenn mich die Ausdauer nicht immer im Stich lassen würde. Macht sehr gerne. Apropos Ausdauer, ich habe noch 88 Brandpfeile. Was brauchten wir nochmal für Brandpfeile? Harz? Harz, Federnholz. Okay. Ich werde uns definitiv nochmal 2-3 Kisten in die Base setzen. Wo wir wirklich nur Pfeile reinmachen, die Dracheneier und eine für... Ja, keine Ahnung. Für irgendwas anderes. Ich gehe da unten rein. Alter, verfolgt mich so ein Mistvieh. Ja, und mitten in der Nacht. Oder fast. Hey, du fängst an zu frieren, es ist Nacht. Ich nicht, ich bin drin. ich auch gleich. Muss mich kurz aufwärmen, sonst kann ich mich nicht hinlegen. So, steht irgendwas beim Drachenei dabei? Sieht wesentlich schwerer aus, als es ist. Aus dem Inneren ist ein schwaches Summen zu vernehmen. Kann nicht teleportiert werden. Okay. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Holz, Holz, Holz. Ich bin überladen. Du warst jetzt wie ein Pinguin, wenn du überladen bist. Du siehst auch nicht viel besser aus. Aber ich bin nicht überladen. Noch nicht. Vorhin warst du es auch. Ich hoffe einfach mal, dass du die Anzeige nicht bekommen hast von Steam. Was, dass du spielst? Nur, dass man anders spielt. Den ich jetzt hier nicht nennen werde. Ich habe nicht mehr so viele Freunde. Alle die, die Tschüssikowski gesagt haben, die habe ich auch, ja, aus der Freundesliste entfernt. Warum sollte ich die noch aufheben? Das muss nicht unbedingt sein. Okay, hier haben wir jetzt 3 weitere Kisten. Restholz erst einmal hier rein. Was brauchte ich jetzt nochmal für so einen Trophäenhalter? Edelholz und einmal Nägel. Edelholz. Nägel. Es gibt eine neue Trophäe. Von abschließender Raid. Ja, danke, Darko, dass du es erwähnt hast. Von wo? Als hätte ich hell sehen können. Das war so irgendwie. Aber von meiner Seite nicht. Hier, oh, nein! Nein! Darko raus! Großer Klos, Klops! Hier, Arschlochvieh! Der macht uns die ganze Base im Arsch! Bin dabei. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Hinten raus, da wo du die Schweine geholt hattest! Nicht mal was gesagt, dass es die vielleicht gibt. Scheiße, ich hab keine Ausdauer mehr. Scheiße, vorbeigeschossen. Auf 100 Damage. Ja, ja, weil der ein Critical Dings hier also angeschlagen war, wo er so leicht nach hinten gegangen ist. Nice. Alter, aber ich glaube, das war's noch nicht.
Doch, das war's. Wow, Alter! Holy! Also zwei... Ich habe heute zwei Sachen gesagt und zweimal ins Schwarze getroffen. Einmal, dass es vielleicht diese Dinger geben wird. Und das zweite Mal, dass ich mich auf den Raid freuen würde und dann kommt er in dem Moment. Ey, aber... No, holy shit! Die Aufnahme ist einfach nur gerade richtig aufregend. Das kann ja nicht wahr sein. Erst sowas, dann also erst Drachenei, dann hier der Raid. Und auch noch ein neuer Raid. Ja. Also wenn es ein normaler wäre. Oh, der ist, oh, das sieht ja putzig aus. Was? Die Wolf ist besser. Ja, das sieht aber, das sieht niedlich aus. Kannst du sagen, was du willst. Schaust du mal nach deinem Wolf? Ich muss erstmal mein Gepäck leer machen. Ich bin ja nicht dazu gekommen. Schnipsel da rein. Ich will gar nicht wissen, Wolf, wie lange es gedauert hätte, dahin, bis ich gecheckt hätte, dass es ein Raid gibt. Ja, deswegen gucke ich regelmäßig auf die Karte oben. Essen, Essen, Essen. Frostschutz habe ich noch 3 Stück. Ich nur noch 1, weil ich jetzt wieder weg. Ja, ich nehme das immer erst im Schneebiom. Ich bin im Schneebiom. Ja, ich bin dir direkt gefolgt. Aber es kann sein, dass es bei mir automatisch immer ein bisschen länger dauert, weil ich ja hoste. Da hat aber keine Herzchen. Er geht gerade runter zum Fleisch. Jetzt. Waren wir zu lange weg. Ach, und übrigens ist der Akku auf uns. Ja. Er kommt schon wieder. Ich müsste halt mal ganz kurz rein hier. Um das Holz rauszuholen, die zweite Tür zu setzen. Sonst lasst uns aber ich. Oh. Reparierst du mal schnell? Oh, scheiß Baum, verpiss dich. So. Wir müssen einfach... Also du darfst hier nicht auf der Türseite stehen, sondern du musst ihn runterlocken. Geh mal auf die andere Seite von dem Teil. Möglichst weit weg von der Tür. Wenn er mal nicht schlägt... Ja, er ist auf dich, Akku. Ich hau ab. Der rennt trotzdem zur Tür hoch. Ja, ich meine einfach nur, wir müssen so weit weg, dass er halt nicht mehr Akku ist auf uns. Du musst es jetzt eigentlich so fett schneiden. Ja. Ich bin wieder drin beim Schwaden. Ja, mach das. Versuchen wir hier wenigstens eine kleine Feuerstelle zu bauen. Und natürlich muss hier unten gerade schön Auto lang brettern. Oh, das mag ich ja. Ein Auto? Nee, bei mir hier draußen. Ach so. Hat man aber nicht gehört. Hoffentlich. Schwein ist bei 80%. Ja, ich sehe den Wolf einfach nicht. Ist doch gut so. Also,
Du merkst, dass es, wenn er getaped ist, merkst aber du daran, dass er... Aber er hat Herzen, auch gelbe Herzen auf jeden Fall. Ich würde halt gerne sehen, wie weit der Tape-Vorgang fortgeschritten ist. Yep, aber... Aber ich werde die Folge hier erstmal beenden. So, ich hoffe, euch hat die aufregende Folge gefallen. Die war ja mal echt aufregend. Eisdrachen ohne Ende, ein Drachenei, ein Raid von einem Troll. Einfach nur Bombe. Wir werden schauen, ob wir es schaffen, den Hund zu tamen oder nicht. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.